Prost! Bin ich mal gespannt. Ich habe eine neue Micro-SD-Karte bestellt. Direkt mal gucken, ob die Legria dann wieder geht. Dann könnte ich zumindest mal in Perfektion verpackt wieder mal. Dann könnte ich zumindest so die ganzen Zwischensequenzen wieder aufnehmen. So. Wo ist denn? Da ist die kleine. So. Alles klar. Ich glaube, dann müssen wir sie einmal noch initialisieren. So, Menü, Einstellungen, initialisieren. So, gib Gummi, Kollege. Vollständig. Dann direkt mal testen. Ja, läuft noch. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Kurzer Test, ob die Speicherkarte wieder speichert. Akku sagt ja zumindest, ist jetzt schon wieder leer. Das ist auch ärgerlich, aber speicherst du? Speicherst du? Kurzer Test, ob die Speicherkarte wieder speichert. Speicherst du? Funktioniert. Sehr gut. Dann können wir das ja zumindest mal wieder machen. Was nicht heißt, dass ich nicht die andere Kamera immer noch möchte. Ganze aufgefressen. Jetzt trinken wir Kuss. Steffi, soll mal aufräumen. Ja. Wir kriegen gleich. Yes. Sie. Sie und Lea bekommen gleich Damen- und Kindbesuch. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall umziehen. Es ist sauwarm heute für einen Oktobertag. Und deswegen brauche ich was anderes. Erstmal gucken, was noch passt. Und dann. Ja, umziehen. Dann geht's zu Markus Hiesto. Einige werden ihn kennen. Musiker. Da werden wir uns dann erhalten. Der braucht noch ein bisschen, noch ein paar Bilder für sein Cover. Und werden wir ein bisschen Ideen ausarbeiten und danach hole ich endlich mal, nee, ich glaube, ich hole davor. Davor hole ich endlich mal meine EC-Karte. Das liegt nämlich auf dem Weg. Ich muss da vorbei, um meine EC-Karte holen, dass ich endlich mal wieder einkaufen gehen kann. Endlich muss ich nicht mehr bezahlen. Als ob das so einen Unterschied macht. Dann geht's wieder zurück nach Gonsheim. Da habe ich heute, denn ja, nach der Saison ist vor der Saison. Heute habe ich mal wieder ein Vorgespräch für 2018, für eine Hochzeit. Und deswegen, Tag ist pickepacke voll. Ich bin eigentlich jetzt schon ein bisschen über meinem Zeitplan. Ganz klassisch, wie immer. Und deswegen nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Nee, so war das nicht gemeint. Nicht lang schnacken, umziehen und los geht's. Auf jetzt. Laber nicht so viel. Wir haben übrigens eine Schaukel im Wohnzimmer. Ist das cool, Lea? Yeah. Wie ihr seht, mein Zeitplan ist eh hin. Zumindest hat Steffi mir das so verkauft, dass mein Zeitplan eh hin ist. Und ich jetzt durchaus noch mal 10 Minuten mit dem Buddy gehen kann, bevor ich weitermache. Mit ihrem vollsten, ja, weiblichen Charme. Vielleicht war es aber auch das schlechte Gewissen, dass sie aufräumt. Oh, feiner Nacht, super. Hund abgegeben, Sachen sind gepackt und jetzt heißt es schnell zur Bank, meine EC-Karte. Endlich mal abholen, denn die brauche ich jetzt so langsam mal wieder. Markus Hiesto anrufen. Markus Hiesto wird angerufen. Mäh. Erstmal beim Kaffee und dann später noch ein Vorgespräch. Die gingen aber heute schon den ganzen Tag nicht dran, deswegen jetzt nochmal der verspätete Anruf. Jetzt geradeaus fahren. Ja, ich will noch einen Tisch reservieren für später fürs Vorgespräch und solange der Marco ja noch nicht ans Handy geht, rufen wir nochmal schnell da an. Hier für 6 Uhr einen Tisch für 3 Leute reservieren. Ist das möglich? Für heute zu, also um 17 Uhr machen wir zu. 19 Uhr, meine ich. Um 19 Uhr, ne? 19 Uhr machen wir zu, ja. Ja, ja, passt. Ich will nur einen Kaffee trinken. Also ich guck mal, wir haben 45 Leute, jetzt kommen gar nicht. Ich weiß nicht, ob die bis dahin weg sind. Okay. Gut, also ansonsten einfach... Ich komm einfach vorbei, weil reservieren tue ich nicht. Okay. Wie gesagt, wir haben 45 Leute, ich weiß nicht, ob die weggehen. Alles klar, okay, gut. Okay. Ja, alles klar, danke, ciao. Ciao.
So kann man das natürlich auch machen mit einem, der regelmäßig dort hinkommt, Leute mitbringt und seine Vorgespräche da macht. Fein. Angekommen. Oh, ein bisschen dunkel. So, angekommen, jetzt gehen wir mal schnell hoch und gucken, wie so ein Musiker so wohnt. Röpperhaus der Schweiz. Okay. Ist die da? Schon hier? Justin Time ist mein zweiter Vorname. In 2 Minuten geht's los mit dem Vorgespräch. Ich habe gerade geparkt, da drüben ist es. Also los. Vorhin so warm, jetzt so kalt. Ich hätte mir vielleicht doch noch eine Jacke mitnehmen sollen. Naja, machen wir uns halt warme Gedanken. Vorgespräch zu Ende. Es ist schon, ey, guck mal raus. Es ist schon so mega dunkel. Irgendwie haben wir uns echt festgequatscht. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Abwarten natürlich. Jetzt haben die zwei Zeit, sich zu entscheiden. Ich muss jetzt Steffi mal anrufen. Ich muss auf jeden Fall noch was einkaufen. Denn es gibt etwas in unserer Zivilisationsgesellschaft, das nicht aus dem Hahn kommt. Ja, also, oder aus der Steckdose. Wir haben Strom aus der Steckdose, wir haben Internet aus der Steckdose. Wir haben Wasser aus der Leitung, einfach aufdrehen und alles ist gut. Die Heizung, einfach am Knöpfchen drehen und alles ist gut. Es gibt aber etwas, damit ist man echt aufgeschmissen, wenn man das nicht hat und nicht kauft. Und das ist uns passiert. Wir haben kein Klopapier mehr. Das ist echt, ich sag's nicht. Ja. Ja, Schatzi. Hm. Was brauchen wir denn noch außer Klopapier? Pizza. Pizza. Nee, aber irgendwas zu essen wäre nicht schlecht. Was denn? Ohne, dass ich was kochen müsste. Okay. Ja, weiß ich nicht, aber jetzt noch, ist 7:30, jetzt noch an den Herd, keine Ahnung. Nee, musst du nicht. Dann bestell doch jetzt schon mal was und bis ich da bin, ist es auch da. Bestell bei Edna. Okay, bar oder soll ich nicht über deine PayPal? Nee, ich mach's bar, ist okay. Okay, was willst du? Oh, ich nehm Nudeln. Einkaufen. Klopapier. Aber es gibt Pizza! Nee, nicht für mich. Pizza ist böse. Ich nehme Nudeln. Nudeln ist auch böse, aber immer noch besser als Pizza. Oh, Balsam. Jetzt laufe ich hier durch die absolute Dunkelheit. Also viel sehen tut er von mir nicht. Vielleicht gleich, wenn die erste Laterne kommt. Ja, jetzt Pizza und Nudeln war eben schon da, deswegen musste ich kurz aus dem Auto springen, denn ich habe keinen Parkplatz gefunden und habe viel zu lange gebraucht, weil der Rewe natürlich auch sauvoll ist. Wie immer so. Bin dann also kurz aus dem Auto gesprungen, habe dem schnell das Geld gegeben und habe ihn dann hochgeschickt damit. Also nicht mit dem Geld, sondern mit dem Essen. Deswegen hoffe ich mal, er hat alles richtig abgegeben. Jetzt aber erstmal noch nach Hause laufen mit meinem Klopapier, das ihr nicht seht. Ja, egal. Essen ist da, Luxusessen heute. Naja. Denn ich habe es unten nicht richtig gesehen. Also wie gesagt, ich bin ja aus der Tür gehechtet, habe ich ja eben schon im Dunkeln erzählt. Und bin schnell zu dem Typ, der die Pizza und das Essen hier so geliefert hat. Er konnte es selber nicht lesen, was auf dem Bon stand. Ich habe gedacht, ich hätte 28,99 gelesen. Habe ihm dann 30 Euro gegeben. Die Steffi sagte zu mir, aber es wären 20,99 gewesen. Also ich habe ihm jetzt 9 Euro Trinkgeld gegeben. Ja, viel Spaß damit, lieber Herr. Ich hoffe, du gönnst dir heute einen Wein drauf. Und ja, jetzt schmeckt es halt doppelt so gut.